Ohne sie läuft in Schwerin nichts. Die Mitarbeiter der Betriebe, die sich in Schwerin um die Wasserversorgung kümmern, wurden am Freitag in der alten SVZ-Druckerei zu einer Jubiläumsfeier eingeladen. Dabei feierten die Schweriner Abwasserentsorgung und der Aquaservice Schwerin 25-jähriges Bestehen. Die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin, kurz WAG, kann auf 15 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Ja, das sind ja drei Unternehmen, die wirklich als Wirtschaftsförderer unterwegs sind. Die haben über 200 Millionen Euro investiert, seitdem es diese Unternehmen gibt. Die haben 90 Kilometer Trinkwasserleitung saniert, 60 Kilometer Abwasserleitung saniert. Und die sind ja auf jeder Baustelle, auf der wir sind, sind die auch. Und wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit mit unseren städtischen Unternehmen. Und dafür kann ich immer nur ganz, ganz herzliches Dankeschön all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben sagen. Die Wasserqualität in Schwerin hat sich in den vergangenen Jahren weiter verbessert. Insgesamt blickt die Wasserversorgung und Entsorgung in Schwerin schon auf eine 120-jährige Tradition zurück. Mittlerweile sind die alten Stahlleitungen in Schwerin ausgetauscht. Weitere 4,5 Millionen Euro werden bis 2019 in die Infrastruktur der WAG investiert worden sein. Die Abwasserentsorgung betreibt vor allem hier die Kläranlage Schwerin Süd. Gibt es Störungen im System, werden die Reparaturarbeiten auch von hier koordiniert. Ja, die größte Herausforderung ist geworden, dass wir, und das ist eigentlich immer ein Thema, die Netze entsprechend unterhalten, investieren in die Anlagen, die richtigen Projekte finden, auch der Bevölkerungsentwicklung jetzt Rechnung tragen. Wir haben wieder steigende Wasserverbräuche, das freut uns. Darauf müssen wir unsere Anlagen einstellen. Wir haben viele Straßen saniert, wir haben stabilen Netzbetrieb, wir haben stabile Entgelte. Wir können die Zukunft schauen und von daher glauben wir, ist es auch angemessen, mit unseren Kollegen heute mal so ein Fest zu feiern. Die Mitarbeiter sollten an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Auch bei dem vielleicht weniger bekannten Teil der Schweriner Wasserfamilie, dem Aquaservice Schwerin, arbeiten mittlerweile rund 60 Mitarbeiter. Bei der AQS stehen Analyseverfahren und technische Beratung im Vordergrund. Auch wenn Schwerins Anwohnerzahl wie erwartet steigen sollte, die Betriebe sind darauf vorbereitet. Weil die ja nicht nur Schwerin versorgen, sondern auch das Umland. Wir haben einen Vertrag mit dem Zweckverband, dass wir das Umland mitversorgen, und die AQS sogar, die ist ja in mehreren Bundesländern aktiv. Und so ist es überhaupt kein Problem, die nächsten 10.000 neuen Einwohner, die wir gerne nach Schwerin holen möchten, auch über diese Betriebe zu versorgen. WAG, SAE und AQS, drei Betriebe, die auch in Zukunft dafür sorgen werden, dass Schwerin in Sachen Wasser gut aufgestellt ist.